Stimmung auf die Meditation rezitiere ich aus dem Sri Suktam, aus dem Rig Veda. Uralte Mantras für Harmonie, Herzensöffnung und spirituellen Segen in jeglicher Hinsicht. Om Hiranyavarnam Harinim Suvarna Rajadasrajam Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma'avaha Tam Ma'avaha Jatavedo Lakshmim Anapagaminim Yasyam Hiranyam Vindyam Gamashvam Purushanaham Ashvapurvaratam Adhyanastinada Prabodhinim Shriyam Devim Upahvaye Shriyam Devi Jushatam Kam Sosmitam Yaranya Prakaramatram Chvalantim Traptam Tapayantim Padme Stidam Padma Vanam Tam Yehopahvaye Shriyam Chandram Brabhasam Yashasa Chvalanti Shriyam Loki Deva Jushtamudaram Tam Padmine Ghum Sharanam Maham Prapatye Lakshmi Manashyatam Dvam Vrine Aditya Varane Tapasodi Jata Vanaspatistava Vrakshara Bilvaha Tasya Palani Tapasanodanta Mandas Chabakhya Lakshmihi Upaitu Mam Devasakaha Ketis Chamnasaha Pradur Putos Mirash Treshmim Ketam Radam Dadatome Kshutpi Pasa Malam Jeshtama Lakshmi Nashayam Yaham Abhurimasam Ridim Chasande Mekrahad Gandhatvarandrada Shanitya Pushtam Garishanim Ishvarig Hum Sababhutanam Tami Hopa Vaye Shriyam Gandhandvarayami. Sitze ruhig und gerade für eine Form der Mantra-Chakra-Energie-Meditation. Sitze so, dass du 20 Minuten lang ruhig sitzen kannst. Wirbelsäule aufgerichtet, Bauch und Brustkorb weit, Schultern nach hinten und unten. Atme tief ein und aus, während du die Schultern entspannst, Kiefergelenke entspannst und Augen entspannst. Und da Meditation etwas ganz Wunderschönes ist, kannst du auch innerlich lächeln. Atme weiter 3 bis 4 Sekunden lang ein, 3 bis 4 Sekunden lang aus. Einatmen, Bauch geht hinaus. Ausatmen, Bauch geht hinein. Du gehst in dieser Meditation durch die 7 Chakras, die 7 Energiezentren, die verbunden sind mit den verschiedenen Elementen und damit verschiedenen Fähigkeiten in dir. Zunächst konzentriere dich auf das Muladhara-Chakra, das Wurzelchakra, Beckenbodenbereich, Steißbeinbereich. Mula heißt Wurzel, ist auch das Erdchakra. Du kannst dir vorstellen, dass du Wurzeln in die Erde hinein hast, dass du über Wurzeln Erdenergie aufnimmst, die nährende Kraft von Mutter Erde. Du kannst aber auch eine Affirmation wiederholen wie: Ich bin gut verwurzelt. Ich bin gut verwurzelt. Oder wer ein persönliches Mantra hat, kann auch ein Mantra wiederholen.
Geh mit deiner Bewusstheit zum Svadhisthana Chakra Kreuzbeinbereich. Sitz des Wasserelementes und letztlich Sitz des ganzen Beckenbereiches. Du kannst dir eine Quelle vorstellen. Eine sprudelnde, wunderschöne Quelle im Beckenbereich oder unteren Bauch- oder Kreuzbeinbereich. Und du kannst auch innerlich wiederholen, in mir sprudelt die Quelle der Kreativität. In mir sprudelt die Quelle der Kreativität. Oder wiederhole dein Mantra im Kreuzbeinbereich. Manipura Chakra, Sitz des Feuerelementes, Lendenwirbelsäule und Bauchbereich. Du kannst dir in diesem Bereich eine Sonne vorstellen oder ein Feuer wie ein Lagerfeuer. Du kannst den Bereich spüren, die Wärme spüren oder eben eine strahlende Sonne dir vorstellen oder ein loderndes Feuer. Du kannst eine Affirmation wiederholen wie: In mir lodert das Feuer des Enthusiasmus. In mir lodert das Feuer des Enthusiasmus. Oder wiederhole ein Mantra. Gehe mit deiner Bewusstheit zum Anahata Chakra, Herzchakra, Brustwirbelsäule, Brust, Brustkorb, spirituelles Herz in der Mitte der Brust. Spüre dort. Oder du kannst dir vorstellen, dass bei jedem Ausatmen du vom Herzen her weiter wirst. Du kannst auch innerlich wiederholen: Ich finde Zugang zu Liebe und Freude. Ich finde Zugang zu Liebe und Freude. Oder wiederhole dein Mantra.
Bringe deine Bewusstheit zum Vishuddha Chakra, Halswirbelsäule und Kehle. Sitz des Ätherelementes und damit des Prinzips der Verbundenheit. Wenn du willst, kannst du von dort aus dich sehr weit verbunden fühlen. Wenn du willst, kannst du auch den Weltraum vorstellen, in dem du geborgen bist. Du kannst auch eine Affirmation wiederholen wie: Ich bin verbunden mit allen Wesen, geborgen im Kosmos. Ich bin verbunden mit allen Wesen, geborgen im Kosmos. Oder wiederhole dein Mantra. Bringe die Achtsamkeit auf das Ajna Chakra, Stirnchakra, Bereich zwischen Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn, noch etwas darüber, drittes Auge, ein senkrecht stehendes Auge, Sitz von Erkenntnis und Intuition. Wenn du dich darauf konzentrierst, halte die Augen entspannt. Vielleicht spürst du ein sanft hörbares Pulsieren. Manchmal entstehen verschiedene Farben und Formen. Manchmal die Empfindung, als ob ein Licht weit ausstrahlt. Du kannst dort ein Mantra wiederholen oder Om, oder du kannst wiederholen: Ich finde Zugang zu meiner Intuition. Ich finde Zugang zu meiner Intuition. Bringe deine Achtsamkeit zum Sahasrara Chakra, Scheitelgegend, Kronenchakra. Du kannst dir Licht oberhalb des Scheitels vorstellen.
Das heißt, dass du selbst ausstrahlst nach oben und so deine Bewusstheit nach oben ausdehnst. Das heißt, dass du dir vorstellst, dass von oben Licht in dich hineinströmt. Du kannst dabei ein Mantra wiederholen oder eine dir passende Affirmation, wie zum Beispiel: Ich öffne mich für alles Lichtvolle. Ich öffne mich für alles Lichtvolle. Oder: Ich bitte um göttlichen Segen. Oder: Ich bin eins mit dem Unendlichen. Bring also deine Bewusstheit nach oben, lächle nach oben. Du kannst dir Licht vorstellen oberhalb des Scheitels. Du kannst dein Mantra wiederholen oder eine dir passende Affirmation wie: Ich öffne mich für alles Lichtvolle. Ich bitte um göttliche Führung. Ich bin eins mit dem Unendlichen. Stille.
Mantra singen. Jaya Ganesha, Seite 12 im Kirtanheft. Kirtanhefte findet ihr in den Regalen an den Eingängen. Da sind die Texte, Übersetzungen und Erläuterungen. Ein kleiner Tipp für diejenigen, die vielleicht an diesem Wochenende erstmals mit Mantrasingen begonnen haben. Der Tipp wäre, singt heute auch mal ein bisschen vom Herzen her mit, soweit es geht. Viele von euch haben gestern Abend und heute Morgen Mantra hören praktiziert oder Mantra flüstern. Und Mantra hören hat seine eigene Schönheit, Mantra flüstern auch. Mantra singen ist aber noch mal etwas anderes. Und so könnt ihr probieren, nur als Vorschlag, ruhig laut mitsingen. Die Anlage ist recht hoch gesteuert, also wenn ein bisschen falsch singt, spielt keine allzu große Rolle. Man hört es nicht. Aber ihr spürt, dass vom Herzen her einiges passieren kann. Seite 12. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pai Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Sharavana Pava, Sharavana Pava, Sharavana Pava, Paimam, Supramanya, 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 Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pai Mam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam. Om Adi Gaura Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chit Gana Guru Chin Maya Guru Om. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya.
Om Namo Bhagavate Satguru Nathaya. Shivananda, Shivananda, Shivananda Pahimam. Satgurudeva, Satgurudeva, Satgurudeva Rakshamam. Om Namo Bhagavate Vishnudevanandaya. Om Namo Bhagavate Vishnudevanandaya. Vishnu Swami, Vishnu Swami, Vishnu Swami Pahimam. Shri Gauranatha, Shri Gauranatha, Shri Gauranatha Rakshamam. Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Om Jesus, Om Buddha, Om Moses Pahimam. Om Mohammed, Om Lao Tse, Ave Maria Rakshamam. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Singen wir zusammen die Nummer 400, Satcharachara. Satcharachara paripurna Shivoham, Shivoham, Zachara Chara Paripurna, Shivoham, Shivoham, Zachara Chara Paripurna, Shivoham. Shivoham Zachara Chara Paripurna Shivoham Shivoham Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham Nityananda Swarupa Shivoham Shivoham Nityananda Swarupa Shivoham, Shivoham, Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham,
Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Zachara chara paripurna Shivoham, Shivoham. 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 Nityananda swarupa Shivoham, Shivoham. Nityananda swarupa Shivoham, Shivoham. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Shivoham, 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 Shivoham. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Anandoham, Anandoham, Anandam Pramanahandam. Namaste. Guten Abend. Ich bin der Radha Krishnadas aus der Nähe von Köln, mache seit 24 Jahren Bhakti-Yoga und habe meine Yogalehrerausbildung gemacht im Westerwald. Bin ein großer Fan von Yoga Vidya und von dem, was Shukadev hier aufgebaut hat, und möchte jetzt mit euch erst einmal noch von Nummer 400 einmal kurz die Übersetzung singen. Meine wahre Natur ist unsterblich.
ewig rein, unendlich. Ich bin Wonne, göttliche Wonne bin ich. Ich bin reines Bewusstsein, unbeteiligter Beobachter von allem, was im Äußeren geschieht. Ich bin Shiva, eins mit dem Göttlichen. Sat Chit Anandoham, Sat Chit Anandoham, Sat Chit Anandoham, Sat Chit Anandoham. Ja, wir sind alle miteinander verbunden. Das Überselbst im Herzen von uns allen. Darüber sind wir alle, Paramatma, miteinander verbunden. So, jetzt möchten wir ein Lied singen für Radha und Krishna. Krishna rechts, Radha links. Die Personifikationen von männlichen Aspekt Gottes, weiblichen Aspekt Gottes und der Austausch zwischen ihnen ist Liebe und ein Liebesspiel. Und darüber singen wir jetzt Seite Nummer 157. Das geht darum, dass der männliche Aspekt Gottes, Krishna, der auch Govinda genannt wird. Go heißt Sinne und Winda heißt Erfreuer. Derjenige, der unsere Sinne erfreut, wenn wir in Beziehung treten mit ihm. Und Gopala heißt der, der die Kühe, den Kühen dient. Go heißt nämlich auch Kühe und Pala heißt eigentlich Junge, der, der mit den Kühen spielt. Und dieser Govinda und Gopala, was macht der? Radha Ramana Hari. Er möchte gerne Radha Rani, den weiblichen Aspekt Gottes, erfreuen. Er wäscht ihr die Füße, massiert sie. Also es ist jetzt eine persönliche Vorstellung von dieser liebevollen Möglichkeit, Austausch mit Gott zu haben. Saguna. Wir singen mal das Mantra, das geht so. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Moment, pardon, ich hatte heute keine Zeit zu üben, nochmal. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Jetzt alle. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Laut, dann geht das Herz auf. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya. Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya. Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Laut! Govinda. Lauter! Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya.
Govinda daya daya Gopala daya daya Govinda daya daya Gopala daya daya Radha Ramana Hari Govinda Raya Raya Radha Ramana Hari Govinda Raya Raya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Gopala jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Ramana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Ram, Hari Ram, 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 Hari Hari. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hari Ram, Hari Ram, 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 Hari Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hari Hari. Hare Ram, Hari Ram, 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 Hari Hari. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Loud, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Stellt euch Krishna vor, er tanzt. Augen zu, er tanzt. Hare Ram, Hare Ram, Ramma Ramma, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari 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 Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda
Radhe, Radhe. Genau. So, es wird jetzt in Indien gesagt. Es gibt dort ein Dorf, das heißt Vrindavan. Und da ist der Gruß Radhe, 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 Radhe. Vielen Dank. Und noch einen wunderschönen Satsang. Satsang heißt ewiges Zusammensein und Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir hatten eine ganz tolle, will ich nur mal einmal ganz kurz ausführen, wir hatten ein ganz tolles Seminar mit einem Arzt aus Norddeutschland, der hat drei Fragen gestellt und die ganzen Zuhörer, auch so 120 waren wir, gebeten, ohne nachzudenken zu antworten. Das bitte ich euch jetzt auch. Nennt mir ein Instrument! Geige, genau. Nennt mir eine Farbe. Genau. Und nennt mir ein Werkzeug. Ja, genau. Das heißt, wir sind unterbewusst miteinander verbunden. Wenn wir unseren Verstand nicht dazwischen haben, dann sind wir total miteinander verbunden. Also in diesem Vortrag war das halt ging sehr tief, weil das hat funktioniert. Mit mir hat das jetzt nicht funktioniert, weil das Thema ein anderes war. Ich wollte nur damit sagen, Satsang heißt, wir sind alle auf ewig miteinander verbunden in Freude. Wenn wir unsere Herzen öffnen für diesen Vorgang hier, können wir so viel aneinander erfahren. Und das habe ich auch jetzt mit euch. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Radha Krishnadas. Janine und Kai. Anfangs gibt es ein kleines Intro über die göttliche Mutter. Das könnt ihr einfach genießen. Und anschließend singen wir dann gemeinsam das Mantra Om Shri Durgaye Namaha. Long live the universal mother, here for you and here for me. And she teaches in giving that we all will receive. Mother, hear your children singing. Mother, show us the way. Mother, bless, it's your name. Mother, hear your children pray. Om Shri Durgaye Namaha. Durgaye
Om Shri Durgaye Namaha. 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 Long live the universal mother, here for you and here for me. And she teaches in giving that we all will receive. Mother, hear your children singing. Mother, show us the way. Mother, bless it's your name. Mother, hear your children pray. Om Shri Durgaye Namaha. Da wir im Herzen schon ein bisschen weit geworden sind, können wir uns auch ein bisschen dazu bewegen, dachten wir. Und da das öfters mal ein bisschen zäh vonstatten geht, helfe ich euch ein bisschen dabei. Also wir können uns mal schon mal ein bisschen strecken. Schritt 1, Hände nach oben. Oh, einer ist fast schon aufgestanden. Okay, dann stehen wir doch mal alle auf. Können wir alle mal aufstehen?
nehme ich doch mal das mit. ist jetzt kein Yoga, nur Bhakti-Yoga. Und wir können uns schon mal ein bisschen bewegen. Die Musik kommt auch gleich. Können Sie sich mal vorstellen. Vor allen Dingen können wir unsere Arme mal mitbewegen. Ganz klassisch in allen Traditionen. Die Handflächen zeigen meistens nach oben beim Beten, beim Chanten, bei der Freude. Wir können alle mal die Augen schließen. Das ist ein Trick. Dann sind wir ganz alleine. Das kennt man sonst von Kindern. Und in dem Song geht es auch um Krishna. Und Krishna ist die Freude in unserem Herzen. Lasst euch wirklich tragen. Fühlt die Freude. Krishna, tanz, tanze, tanze. Lass die Illusionen fallen, Krishna, tanz, lass mich dich sehen. Krishna, tanz, lass mich dich sehen. Sing mit uns. Krishna, tanz, tanze, tanze. Lass die Illusionen fallen, Krishna, tanz, lass mich dich sehen. Krishna, tanz, lass mich dich sehen. Krishna, dance, 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 let illusions fall away. Krishna, dance, let me see you. Bewegt euch mit Freude. Krishna, dance, let me see you. Hare Krishna. Krishna, tanz, tanze, tanze. Lass die Illusionen fallen. Krishna, tanz, lass mich dich sehen. Krishna, tanz, lass mich dich sehen. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Hare, Rama Rama Hare. Krishna dance, 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 let illusions fall away. Krishna dance, let me see you. Krishna dance, let me see you. Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Hare, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare Krishna dance, dance, dance Let illusions fall away Krishna dance Let me see you Hare Krishna Krishna dance Let me see you Krishna dance, 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 let illusions fall away. Krishna dance, let me see you. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sing mit uns. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Shri Krishna Bhagavan Ki. Shivaya. Guten Abend. Ich will euch ein paar kleine Geschichten erzählen. Anschließend wird Dr. Nalini Sahai aus Delhi einen kurzen Vortrag halten. Zunächst ein paar kleine Geschichten. Zunächst, ihr habt eben viel gehört, Hare Rama, Hare Krishna. Beschreibungen des Göttlichen, wie auch immer wir es uns vorstellen wollen. Hari heißt, der die Herzen aller zu sich anzieht, steht für Liebe. Wir können Gott erfahren als Liebe. Rama, derjenige, der sich freut. Rama, dann Freude. Wir können Gott erfahren als Freude. Immer dann, wenn wir uns freuen, ist Gott da. Immer dann, wenn wir Gott spüren, ist auch Freude da. Krishna, viele Bedeutungen dieses Wort. Eine der vielen Bedeutungen ist geheimnisvoll. Letztlich, das Göttliche ist nicht wirklich in Worte zu beschreiben. Wir können es fühlen. Es ist irgendwo geheimnisvoll und geheimnisvoll sind auch die Wege des Göttlichen.
Alle großen Traditionen gehen davon aus, Universum ist nicht einfach irgendwo zufällig versehentlich entstanden, sondern da steckt irgendwo eine göttliche Kraft dahinter. Wie und warum und wann, so genau, ist das nicht beschreibbar. Letztlich, wir können sagen, Krishna, geheimnisvoll sind die Wege des Göttlichen. Und wir können dann auch davon ausgehen, was auch immer auf uns zukommt, irgendwie wird es auch gut für uns sein. Wir wissen nicht immer, warum. Und da will ich euch zwei kleine Geschichten erzählen. Die eine ist so eine russische Geschichte. Ja, war einmal ein Bauer und er hatte einen Hengst. Und dieser Hengst ist eines Tages weggelaufen. Kamen die Nachbarn zu mir hin, oh, was für ein Unglück du hast. Dein einziges Pferd verschwunden. Und der Bauer lächelte und sagte, Glück, Unglück, wer kann das beurteilen? Eine Woche später kam der Hengst zurück mit einem Dutzend Stuten, die er mitgebracht hatte. Und die Dorfbewohner sagten, oh, was für ein Glück. Und unser Bauer wiegte mit dem Kopf hin und her und sagte, Glück, Unglück, wer weiß. Die Wildstuten mussten eingeritten werden und der Sohn des Bauern stürzte dabei vom Pferd, Bein gebrochen, sagten die Nachbarn, oh, was für ein Unglück. Und der Bauer wiegte den Kopf und sagte, Glück, Unglück, wer kann das beurteilen? Eine Woche später kamen die Armeewerber an und sie jeden jungen Mann und zwischen 18 und 40 wurde zwangsverpflichtet zur Armee. Nur unser Sohn von dem Bauer nicht, denn er hatte ja gebrochenes Bein, sagten die Nachbarn. Glück, Unglück, wer weiß. Man könne die Geschichte noch endlos weiter erzählen. Krishna, geheimnisvoll sind die Wege. Eine andere Geschichte in der Art ist die Geschichte eines Königs, eines Ministers und von Räubern. Der König hatte einen Minister, das war sein Lieblingsminister, der hatte nämlich eine sehr gute Weltanschauung, der hat gesagt, es ist alles zum Besten. Egal was passiert ist, der Minister sagte immer, es ist alles zum Besten. Und er konnte immer den Dingen irgendwo einen Sinn geben. Und der König schätzte das sehr. Denn Königreich regieren ist auch nicht so einfach. Immer geht alles Mögliche schief. Der Minister sagte immer, eure königliche Hoheit, ihr werdet sehen, es ist alles zu eurem Besten. Und nicht nur zu eurem Besten, letztlich wird alles zum Besten sein. Eines Tages ging der König auf Jagd, also keine vegetarische, geschweige denn eine vegane Geschichte. Aber er kriegt sein Karma dafür, aber das ist nicht die Essenz der Geschichte. Jedenfalls der König ging in den Wald, um zu jagen. Und sein Minister folgte ihm und er spannte den Bogen und als er den Pfeil losließ, da war er ein bisschen ungeschickt und die Sehne des Bogens schlug durch den kleinen Finger hindurch und er verlor seinen kleinen Finger. Der König lamentierte, es tat weh und außerdem war er jetzt irgendwo Verlust des Fingers. Und der Minister versorgte so ein bisschen die Wunde mit einem Tuch und sagte dabei, eure königliche Hoheit, ihr werdet sehen, es ist alles zu eurem Besten. Es gibt Situationen, da ist es klüger, man schweigt. Der König jedenfalls, diesmal regte er sich auf über seinen Minister, sagte, du liebloser Karl, ich werde dir zeigen, was für dich am besten ist. Und er ließ ihn ins Gefängnis sperren. Unser König, ein paar Wochen später packte ihn wieder das Jagdfieber. Er wollte diesmal einen anderen Teil des Waldes gehen, den er noch nicht kannte. Er verirrte sich in dem Wald. Für die Jüngeren unter euch, damals gab es noch keine Navis, die sind relativ neu. Und Handy hatte er auch keins dabei, solche Zeiten gab es.
Er hatte sich verirrt im Wald und er ging immer tiefer rein und dann fand ihn eine Horde von Räubern. Und diese Räuber waren so Dämonenverehrer. Die hatten so eine eigenartige Verehrung. Sie verehrten nämlich einen Dämon und dem mussten sie ab und zu mal ein Menschenopfer darbringen. Und so dachten sie, was könnte es besser geben für die Verehrung unseres Dämonen als den König des Landes selbst? Also sie brachten ihn zu ihrem Dämonenpriester und die Rituale wurden gemacht und der König wurde dargebracht. Und dann, gerade als der Priester dann mit der Axt ihm den Kopf abschlagen wollte, stellte er fest, Finger fehlt. Dem Dämonen ein unvollkommenes Opfer zu bringen, das wäre eine große Sünde gewesen nach dem Glauben dieser Räuberbande. Und so konnte der König nicht geopfert werden. Andererseits war er schon geweiht worden, damit durfte man ihm auch sonst nichts zuleide tun. Also banden sie eine Binde über seine Augen und führten ihn aus dem Wald raus. Der König rannte selbst zu dem Gefängnis. Mit seinen eigenen Händen öffnete er das Verlies des Ministers und sagte dem Minister: Minister, du hast recht gehabt. Tatsächlich war es für das Beste gewesen, dass ich mir den Finger kaputt gemacht habe. Sonst wäre ich jetzt tot. Dann lächelte der König aber und sagte: Aber Minister, dann muss es auch am besten für dich gewesen sein, dass ich dich ins Gefängnis gesteckt habe. Lächelte der Minister und sagte: Eure königliche Hoheit, dem ist so. Denn ihr wisst, wo auch immer ihr hingeht, ich folge euch. Und ihr wisst, mein Ortssinn ist noch schlechter als euer Ortssinn. Wenn die Räuber festgestellt hätten, dass ihr unvollkommen wärt, hätten sie mich genommen und umgebracht. Daher danke eure königliche Hoheit, dass ihr mich ins Gefängnis gesteckt habt. Könnt ihr öfters dran denken an die Geschichte? Glück, Unglück, wer kann das beurteilen? So vor ein paar Jahren gab es mal eine Yoga-Lehrerin, die hatte Physiotherapeutin. Irgendwo hatte sie sich gestritten mit ihrer Chefin, also hatte sie sich entschieden, Schluss damit, jetzt macht sie einen Naturkostladen auf. Und sie fand die Erfüllung ihres Lebens im Naturkostladen. Dann machte neben dem Naturkostladen einer dieser großen Naturkost-Großmärkte auf, was zügig den Ruin des kleinen Naturkostladens war. Und dann sattelte sie um und wurde nur noch Yogalehrerin und war glücklicher als jemals zuvor. Solche Geschichten gibt es viele. Dazwischen haben die Emotionen alles Mögliche und haben ihre Gründe natürlich auch und es gehört zum Leben dazu. Aber wir haben das große Vertrauen, Krishna, die Wege des Göttlichen sind unergründlich. Wir wissen es nicht. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und was zuerst wie ein Unglück aussieht, kann nachher ein Glück sein. Was scheinbar ein Glück ist, nachher mündet es in Katastrophe und die Katastrophe ist notwendig für ein höheres Glück. Daher Krishna, Krishna, geheimnisvoll sind die Wege Gottes. Letztlich will Gott Hari sein, er will uns zu sich ziehen. Zu sich ziehen heißt, wir sind hier auf der Welt, um zu wachsen und zu lernen. Wir sind nicht einfach hier, um irgendwo auf die Welt zu kommen, größer zu werden, irgendwann. Ab irgendeinem Alter wird man wieder kleiner. Bandscheiben werden verkürzt und die Wirbel schrumpfen etwas. Und irgendwann unter der Erde. Das ist jetzt nicht das ganze Leben. Es gibt eine berühmte Schrift, die sogenannte Manu Smriti, geschrieben von jemand namens Manu.
Und da steht viel, viel Faszinierendes drin. Und eine Vers oder eine Episode ist, Manu sagt, es gibt auf der einen Ebene etwas, weil auf der einen Ebene kommen wir ohne etwas und wir gehen ohne etwas. Auf der zweiten Ebene kommen wir mit etwas, es ändert sich und wir gehen mit etwas anderem. Auf einer dritten Ebene kommen wir mit etwas, es ändert sich nichts und wir gehen mit dem Gleichen. Dieses Rätsel wurde in der späteren Zeit auch dem Yudhishthira mal gestellt, er konnte es dann beantworten. Auf der einen Ebene kommen wir ohne etwas und wir gehen ohne etwas. Was ist das? Letztlich die physische Ebene. Wir kommen nackt auf die Welt und wir gehen letztlich wieder nackt. Wir bringen auf der physischen Ebene nichts mit. Gut, den Körper vielleicht, aber vorher war auch nichts. Und wir gehen ohne. Wir nehmen nichts mit. Egal wie viel Häuser ihr gebaut habt, ihr nehmt nichts mit. Noch nicht mal diesen Ashram nehmen wir mit. Der bleibt hoffentlich nachher noch. Aber mitnehmen tun wir nichts. Wir nehmen keine Kleidung mit, keine Ketten, keine Autos, auch kein Fahrrad. Wir nehmen keine Perücke mit und wir nehmen nichts mit. Wir nehmen auch keine Aktienpakete mit. Und auch keine Bundesschatzobligation oder wie auch immer sich das nennen mag. In irgendeiner Zeitschrift, ich glaube Focus, steht irgendwo unter den Finanzen, wird abgestuft, was sind sichere Investitionen, was sind unsichere Investitionen. Und bestimmte Dinge gelten dann als sichere Investitionen. Das ist jetzt schon lange her, dass ich da reingeguckt habe, aber irgendwo. Aber eigentlich ist alle Investitionen ist sicher. Sicher ist, wir werden alles 100% verlieren. Das ist sicher. Swami Vishnu hat gesagt, humorvoll oder vielleicht nicht humorvoll, mit einer Ausnahme, Spenden, die wir geben, die nehmen wir ins nächste Leben mit. Das kann gutes Karma geben fürs nächste Leben. Aber bleiben wir auf der physischen Ebene. Wir verlieren alles auf der Ebene. Zweite Ebene ist die sogenannte geistige Ebene. Und die Ebene des Karmas und des Pranas. Natürlich, Yogis gehen dann von mehreren Leben aus, dass das funktioniert. Wir kommen mit etwas und wir gehen mit etwas anderem. Babys, die auf die Welt kommen, haben schon eine Persönlichkeit. Sarah Devi wird wahrscheinlich feststellen, dass Aurelio etwas anders ist als Maitreya. Also selbst Geschwister können unterschiedlich sein. Sogar eineiige Zwillinge sind nicht 100% gleich. Aber wir kommen mit einem bestimmten Charakter auf die Welt. Wir kommen mit einem Karma auf die Welt. Wir kommen mit Prana auf die Welt. Es gibt Kinder, die haben bei der Geburt ein unglaubliches Prana. Gut, alle Kinder haben Prana, viel Prana, aber manche haben mehr, manche haben viel, aber nicht ganz so viel. Und dann im Lauf des Lebens ändern wir dort einiges daran. Wir erhöhen unser Prana, wir senken unser Prana, wir entwickeln unseren Charakter, wir entwickeln unsere Fähigkeiten und so weiter. Und dann, wenn wir irgendwann den physischen Körper verlassen, dann gehen wir mit etwas anderem. Hoffentlich mehr Erkenntnis, hoffentlich mehr Liebe, hoffentlich mehr Mitgefühl, hoffentlich mehr Bewusstheit, Verbundenheit, vielleicht Zugang zu höherer Wirklichkeit, vielleicht mehr Mut, vielleicht mehr Kraft, vielleicht viel Prana. Auf dieser Ebene tun wir eine ganze Menge mit Yoga. Auf dieser Ebene ist Gott Hari. Er will uns zu sich ziehen. Er hilft uns, dass wir uns entwickeln auf dieser Ebene. Und egal was geschieht, es hilft uns, dass wir uns spirituell entwickeln. Daher, alles ist zum Besten. Nicht unbedingt wie in den Geschichten materiell zum Besten. Das funktioniert oft, aber nicht immer. Aber für unsere Entwicklung
ist alles so, wie sich's entwickelt, am besten. Der letzten Ebene, die höchste Ebene, ist die Ebene, mit der wir kommen mit etwas und wo sich nichts ändert und auf die wir, mit der wir auch wieder zurückkommen. Und dort hat er vorher Jürgen und Radha Krishna das gesungen. Satcharachara paripurnam shivoham. Ich bin das eine unendliche ewige Selbst. Auf der höchsten Ebene sind wir reines Bewusstsein. Sind es, wenn wir zur Welt kommen, sind es, wenn wir gehen und es ändert sich nichts. Egal, was wir tun, wir sind dieses unendliche Bewusstsein. Und so können wir alle drei Ebenen in Betracht ziehen im Alltag. Wir können uns bewusst sein, die physische Welt an sich ist vergänglich, aber sie ist nicht sinnlos, denn Leben auf der physischen Welt hilft uns, über Erfahrungen weiterzukommen, uns zu entwickeln und ermöglicht uns auch, unseren Teil im kosmischen Spiel zu spielen, beizutragen, was wir beizutragen haben. Im Bewusstsein, dass auf der höchsten Ebene wir alle miteinander verbunden und eins sind. Jetzt freue ich mich, dass Dr. Nalini Sahai hier ist. Sie ist direkte Schülerin von Swami Satyananda. Sie ist Psychologin, hat auch auf dem Gebiet eine Doktorarbeit gemacht. Sie ist tätig auch als Psychotherapeutin. Sie hat einige gemeinnützige Organisationen auf die Beine gestellt, um vieles zu bewirken in ärmeren Teilen Indiens. Indien zwar insgesamt aufstrebend, aber es gibt einige Gebiete, wo viel ehrenamtliches Engagement notwendig ist und hilfreich ist. Da engagiert sie sich sehr und sie hilft auch vielen Menschen, von Kindern bis zu Erwachsenen, bis zu psychologischen Patienten, Süchtigen, mittels Yoga-Praktiken Kraft zu bekommen, glücklich zu werden und viel neue Positivität zu entwickeln. So, thank you very much, Nalini, for being here, and we're looking forward to your talk. Namaste. It is always such a pleasure to be in Yoga Vidya, in the company of the Sukadev and all of you. Es ist mir immer so eine große Freude, bei Yoga Vidya zu sein, bei Sukadev und bei euch allen. Es ist mir eine Ehre, zu euch sprechen zu können. Ich konnte nicht verstehen, was Sukadev erzählt hat. Aber ich denke, es klang sehr interessant. Und es hat euch auch alle glücklich gemacht. Ich habe mir einfach überlegt, es ist so schön, zu so vielen Menschen hier am Satsang zu sprechen. Ich möchte mit euch etwas teilen, was mir vor ein paar Tagen begegnet ist. Das stand in der Zeitung der Telegraph. Und das zählt die fünf Hauptgründe auf, die für die Menschen bereuen, wenn sie sterben. And this list has come as a very great surprise to everybody. Und diese Liste hat alle Menschen sehr überrascht. I'm going to give you the list. Ich sage euch jetzt mal, was auf der Liste steht. One is, I wish I'd had the courage to live a life true to myself. Nummer eins ist, ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt, ein Leben zu führen, das mit mir selber übereinstimmt. Not the life others expected me to lead. Und nicht das Leben, das andere von mir erwartet haben. Now, when you think about this first point, wenn ihr euch jetzt über diesen ersten Punkt Gedanken macht, for many of you in this room, you are so young. Viele von euch hier in diesem Raum sind so jung. But you're already exercising a choice of being in a wonderful place like Yoga Vidya. Aber ihr habt inzwischen schon die Möglichkeit, an einem so wunderbaren Ort wie Yoga Vidya zu sein. Where you can live
a yogic life, wo ihr ein yogisches Leben führen könnt, and become spiritually aware, und spirituell gewahr werden könnt. However, for many of us, it is true that we always have to live to other people's expectations. Wie dem auch sei, für viele von uns ist es einfach wahr, dass wir gemäß den Erwartungen von anderen leben müssen. And this starts with expectations of our parents. Und es beginnt schon mit den Erwartungen unserer Eltern. Our siblings. Unseren Geschwistern. So it is important for us, as many of you have made these choices, to make these choices early in our life. Deshalb ist es für viele von uns wichtig, schon früh im Leben diese Entscheidungen zu treffen. The next is, I wish I had not worked so hard. Punkt 2 ist, ich wünsche, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Now I'm sure there are many people who don't work hard. Also ich bin mir sicher, es gibt auch viele Menschen, die nicht hart arbeiten. But there are that many who do, because how is this world functioning? If everybody was lazy, I don't think it would function. Aber es gibt genügend, die auch hart arbeiten, denn wie könnte die Welt sonst funktionieren, wenn alle faul wären? However, again, how often do we look at the sun, at the flowers, hear the birds? Auch hier wieder, wie oft schauen wir uns die Sonne an, den Mond und die Blumen und die Vögel? And many of us go through life just saying, I'm so busy, I'm so busy. I mean, you're so busy, you can't hear yourself think. Und viele von uns gehen einfach so durchs Leben und denken, ich bin so beschäftigt, dass sie sich selber gar nicht mehr denken hören können. Then the third is, I wish I'd had the courage to express my feelings. Der Punkt 3 ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Would you agree with me about that, that it's important? Stimmt ihr mit mir darüber überein, dass es wichtig ist? To speak about your feelings? Über eure Gefühle zu sprechen? To share them with people whom you care for? Sie mit anderen Menschen, die euch wichtig sind, zu teilen? And this has to start early in life. Und das muss auch schon früh im Leben beginnen. Then the fourth is, I wish I had stayed in touch with my friends. Der vierte Punkt ist, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Our friends are important to us. Unsere Freunde sind wichtig für uns. And again, our parents, our partners, our children can also be our friends. Und auch hier wieder, unsere Eltern, unsere Partner, unsere Kinder können auch unsere Freunde sein. We must talk to our friends and listen to them. Wir müssen mit unseren Freunden sprechen und ihnen zuhören. And the last is, I wish that I'd let myself be happier. Und der letzte Punkt ist, ich hätte mir gewünscht, dass ich mir selbst erlaubt hätte, glücklicher zu sein. Aren't you all surprised by this list? Seid ihr nicht alle erstaunt von dieser Liste? You certainly don't expect this kind of a list to come. Ihr erwartet doch sicher nicht, dass so eine Liste auftaucht, oder? And now, from this list, I'm going to tell you a story. Und hiervon ausgehend möchte ich euch nur eine Geschichte erzählen. This is a very, very old story. Das ist schon eine sehr alte Geschichte. And Narad Muni told this story to King Yadu. Und Yadadas Muni hat diese Geschichte dem König Yadu erzählt. King Yadu met a young priest. King Yadu hat einen jungen Priester getroffen. And this priest looked very happy. Und dieser Priester sah sehr glücklich aus. His skin was shining. Seine Haut leuchtete. His hair was black. Sein Haar war schwarz. And he looked as if he didn't have a care in the world. Und er sah so aus, als hätte er nichts, worum er sich in der Welt Sorgen machen müsste. So he asked the priest, he said, how are you like this? Und er fragte den Priester, wie kann es sein, dass du so bist? The priest replied that I have been to many teachers.
Der Priester antwortete, ich war bei vielen Lehrern. I even had a Python for a teacher. Ich hatte sogar eine Python als Lehrer. But I will tell you about my experience with this woman. Aber ich erzähle dir mal über meine Erfahrung mit dieser Frau. This woman's name was Pingala. Der Name dieser Frau war Pingala. And she was what you call a public woman. Und sie war eine Frau, die in der Öffentlichkeit stand. It's okay. The word which is used, but the, you understand? Red light? Yes. Okay. Also, es war eine Frau, die im Rotlichtmilieu arbeitete. And every night, she was a very beautiful woman. Und sie war eine sehr schöne Frau. Every night, she would sit outside her hut, waiting for this man to rescue her. Und jeden Abend saß sie vor ihrer Hütte und wartete darauf, dass ein Mann sie rettete. And she thought that the man who would rescue her would come on a horse. Und sie dachte, dass der Mann, der sie rettete, auf einem Pferd vorbeigeritten kam, käme. And he would be a very rich man. Und dass er ein sehr reicher Mann sein würde. And every night, by the time the night had ended, she would go to bed feeling sad. Und wenn dann der Tag endlich vorbei war, ging sie ins Bett und fühlte sich traurig. Because this man on the horse had not come. Weil der Mann auf dem Pferd nicht vorbeigekommen war. Then one day when the stars were just, you know, going away from the sky and the dawn was coming out. Und eines Tages, also eine Nacht, als die Morgendämmerung gerade aufzog, dann zu dem Zeitpunkt, she thought to herself, dachte sie bei sich selbst, why am I waiting for this man, this rich man on the horse? Warum warte ich auf diesen reichen Mann auf dem Pferd? I am a strong woman. Ich bin eine starke Frau. I am connected to myself. Ich bin mit mir selber verbunden. She went to sleep happy. Und sie schlief glücklich ein. And the priest said, this is what he learned, that you have to be connected with yourself and you have to be strong. Und das, sagte nun der Priester, ist, was ich gelernt habe, man muss mit sich selbst verbunden sein und stark sein. Now this is a very old story, it's not a new story. Dies ist nun eine sehr alte Geschichte, es ist keine neue Geschichte. Now the next story is a modern story. Die nächste Geschichte, die ich euch erzähle, ist eine modernere Geschichte. It was a very dark night. Es war eine sehr dunkle Nacht. There was no moon in the sky. Es leuchtete kein Mond am Himmel. And this holy man was walking down the hill with a lantern. Und ein heiliger Mann lief den Hügel mit einer Laterne hinab. This holy man just had a little blanket. Er hatte nur eine Decke, in die er gehüllt war. He had the lantern. Er hatte die Laterne. And he was very calm and relaxed. Und er war sehr ruhig und entspannt. Just then, this motorcycle was coming down the hill. Genau in dem Moment fuhr ein Motorrad den Hügel hinab. It almost knocked the holy man down. Und es hat beinahe den Heiligen überfahren. The motorcycle had no lights. Das Motorrad hatte kein Licht. So the holy man shouted and said, wait, you'll have an accident, take my lantern. Deshalb rief der heilige Mann, warte, du wirst einen Unfall erleiden, nimm meine Laterne. The young man on the motorcycle yelled, I don't have any brakes. Der junge Mann auf dem Motorrad, der rief ihm zu, ich habe keine Bremsen. So, you see, now, the light, the lantern, which the holy man has, is knowledge. Und ihr seht nun, das Licht, das der Heilige hat, das ist eigentlich das Licht des Wissens. The dark road is our life. Die dunkle Straße ist unser Leben. And the motorcycle is our mind and body going without direction.
Und das Motorrad ist unser Geist und unser Körper, das richtungslos dahin rast. So many of us in this life are going without direction. Und ohne, viele von uns gehen durchs Leben ohne wirkliche Richtung. And even when we have knowledge in the form of the lantern being offered to us, we do not accept it. Und selbst wenn uns das Licht in Form einer Laterne angeboten wird, dann nehmen wir es nicht an. And in this case, we describe the lantern as yoga. Und in diesem Fall ist, beschreiben wir mal die Laterne als Yoga. And I would add a little thing to it, Sukhdev with the lantern. Und ich möchte hier the noch yoga. Mal and he's opened the doors of Yoga Vidya so that people can come and they take the light. Nehmen wir mal als Beispiel Sukadev mit der Laterne. Er öffnet die Türen von Yoga Vidya und die Menschen können hineinkommen und das Licht nehmen. Now I want to tell you another story, and this is about Ganeshji. This is Ganesh. Und ich möchte euch noch eine weitere Geschichte erzählen. Die ist über Ganesha, den Elefantengott. Now Ganesh was born to Parvati. Ganesha wurde von Parvati geboren. And he was not born in the normal way. Und er wurde nicht auf normale Weise geboren. She asked Shiv, please give me a baby. And he said no. Sie bat Shiva, ihren Ehemann, bitte mach mir ein Baby. Und er sagte nein. So one day when she was having a bath. Und eines Tages, als sie im Bad war, all the beauty unguents and balms which you use on the body, all the scrubs, all das, die Lotionen und die, was sie auf der Haut trug, out of that she made a little boy. Daraus machte sie einen kleinen Jungen. And she told this little boy, now wait outside, I'm having a bath. And nobody can come in. Und sie sagte zu diesem kleinen Jungen, warte draußen vor der Tür, ich bade hier noch weiter und lass niemanden hinein. Shiva arrived. Shiva kam an. And he said to Shiva, you can't go in, my mother's having a bath. Und der kleine Junge sagte zu Shiva, du kannst da nicht reingehen, meine Mutter badet gerade. So he looked at him and said, who are you? Und er schaute den Kleinen an und er fragte ihn, wer bist du? He said, I'm her son. Und er sagte, ich bin ihr Sohn. He got so angry, he cut off his head. Und Shiva wurde so wütend, dass er seinen Kopf abschlug. Parvati came out. Parvati kam heraus. And she started weeping. Und begann zu weinen. She said, what have you done? You have cut my son's head off. Sie sagte, was hast du getan? Du hast den Kopf meines Sohnes abgeschnitten. So Shiva was very upset. Und Shiva war dann deshalb sehr betrübt. And he sent all his servants to find the first head they could get. Und er schickte alle seine Diener los, um den ersten Kopf zu finden, den sie bekommen konnten. So they found this elephant head. Und sie fanden einen Elefantenkopf. And it was put on the little boy's head. Und der wurde auf den Kopf, on the little boy's body. Wurde auf den Körper des kleinen Jungen aufgesetzt. And he was called Ganesh. Und dann wurde er Ganesha genannt. And then Shiva said that Ganesha is the first god we will all pray to. Und Shiva sagte, dass Ganesha der erste Gott ist, zu dem wir beten sollten. And Ganesha will remove all difficulties from your life. Und dass Ganesha alle Schwierigkeiten aus unserem Leben verbannen wird. So in every temple that you go, Ganesha is always there in front. Deshalb ist Ganesha in jedem Tempel, in dem wir gehen, immer gleich am Eingang. And we pray to him first. Und wir beten zuerst zu ihm. Then there's another story about Ganesha and Kartikeya. Und es gibt noch eine weitere Geschichte über Ganesha und Kartikeya. Kartikeya was another son, also not born in the ordinary way. Kartikeya war ein anderer Sohn, der auch nicht auf normale Weise geboren wurde. One day Ganesh and Kartikeya had a discussion. Eines Tages hatten Ganesha und Kartikeya eine Diskussion. And they said, who can go
faster round the universe. Und sie stritten sich darum, wer kann schneller um das Universum reisen. And that person who can do that is the most powerful God. Und der das am schnellsten machen kann, ist der mächtigste Gott. So, Kartike went, and what Ganesh did was, he went around Shiv and Parvati once. Und Kartikeya machte sich auf, um das Universum zu reisen, und Ganesha umschritt in der gleichen Zeit einfach einmal Shiva und Parvati. And Shiva and Parvati are considered, you know, the creators of the universe. Und Shiva und Parvati werden auch als die Erschaffer des Universums angesehen. So we have many stories about Ganesha which children love, and since we have quite a few children here with Easter, I thought I would tell you these stories about Ganesh. Und so gibt es viele Geschichten über Ganesha, die die Kinder lieben, und da wir zu Ostern auch viele Kinder hier haben, dachte ich, erzähle ich euch einige davon. And then we have Hanuman, the god to whom we pray to remove all difficulties in our lives. Und es gibt auch Hanuman, ein Gott, zu dem wir beten können, um unsere Schwierigkeiten zu beseitigen. And Hanuman is also considered the god of prana. Und Hanuman wird auch als der Gott des Pranas angesehen. The reason for that is he is the son of the wind god. Der Grund dafür ist, dass der Sohn des Windgottes ist. Now Hanuman, when he was a baby, he had the gift that he could fly. Als Hanuman ein Baby war, hatte er die Gabe, fliegen zu können. So he was born just before dawn. Und er wurde kurz vor der Morgendämmerung geboren. And he saw the sun. Und er sah dann die Sonne. He thought the sun was a fruit. Er dachte, die Sonne sei eine Frucht. So he flew and swallowed the sun. Deshalb sprang er hoch und flog zur Sonne und schluckte sie. Now there was darkness. There was darkness in the universe. Und plötzlich war da Dunkelheit im Universum. And people said, what has happened to the sun? You know, everybody, all the gods, you know, they were sort of running around. What's happened to the sun? Und alle waren ganz erregt. Sogar die Götter haben sich gefragt, was ist denn los? Was ist los mit der Sonne? So they told Indra, the god of the heavens, you have to do something. Deshalb sprachen sie zu Indra, dem Gott der Himmel, du musst da etwas unternehmen. Indra had a thunderbolt. Indra hatte einen Donnerkeil. So he hit Hanuman and the sun flew out of his mouth. Und damit schlug er den Hanuman und die Sonne sprang wieder aus seinem Mund. Hanuman fell down, he was unconscious. Und Hanuman fiel zu Boden, war bewusstlos. And then the wind god got really angry. Und der Windgott wurde deshalb sehr wütend. The wind stopped blowing. Der Wind hörte auf zu blasen. Nothing was growing. Nichts wuchs mehr. So then again the gods didn't know what to do. Und wieder wussten die Götter nicht, was sie jetzt tun sollten. Then they went to the wind god. Dann gingen sie zum Gott des Windes. And said, please do something. Und sagten zu ihm, bitte unternimm etwas. So the wind god said, okay, each one of you will give your virtue to Hanuman. Und der Windgott sagte darauf, okay, jeder von euch, ihr werdet alle eure Tugenden dem Hanuman geben. So the result was that Hanuman is a very powerful god. Und das Ergebnis davon ist, dass Hanuman ein sehr mächtiger Gott ist. And his days are Tuesday and Saturday. Und seine Tage, an denen er besonders verehrt wird, sind die Tage Dienstag und Samstag. And there are 40 verses called Hanuman Chalisa. Und es gibt die 40 Verse, die Hanuman Chalisa genannt werden. And we believe that if you read them 7 times, und wir glauben, dass wenn man sie 7-mal liest, your difficulties in life will be over. Dass dann alle Schwierigkeiten im Leben vorbei sein werden. And this is where I end. Thank you. Und hier höre ich auf. Thank you, David.
you very much, Nalini, for these many stories, psychologically, mythological stories, philosophical stories. Wisdom sometimes is easier to digest in story form. Nalini gibt ja auch hier im Haus und im Westerwald verschiedenste Seminare von Yoga Nidra über Kriya Yoga, über Prana Heilkunde und vieles andere. Da könnt ihr einiges auch von praktischer Weisheit von ihr lernen, sowohl die nächsten Wochen wie auch dann wieder im Spätsommer. Singen das Om Triambakam, die Nummer 800 im Kirtanheft. Mantras für den Frieden der Welt, das Wohlergehen aller, Mantras der Heilung. Wer jemanden kennt, der Heilung brauchen kann, auf der physischen oder emotionalen Ebene, kann die Kraft der Mantras an ihn oder sie schicken. Und auf besonderen Wunsch wollen wir auch das Om Triambakam besonders singen für Steffis Papa, der Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Und die Heilenergie des Mantras für Steffis Vater anrufen. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Urvarukamivabandhana Mrityomukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Purvarukameva Bandhanan Mrityor Mokshiyamam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Purvarukameva Bandhanan Mrityor Mokshiyamam Ritat Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sakinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschetuka Bhagbhavet Asato Ma Satkamaya Maso Ma Jyotir Gamaya Mrityor Ma Mritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om Frieden Frieden O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit.
Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bole Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bole Shivishnevananda Maharaj Ki Jai. Wir stehen auf zum Arati. Und wir wollen das Arati wie oft am Samstagabend im Dunkeln machen. Und so könnt ihr dieses Licht besonders gut auf euch wirken lassen. Arati ist ja auch ein Ritual, wo viel spirituelle Kraft entstehen kann, die ihr dann wiederum als Kraft des Wohlwollens und der Heilung und des Friedens überall hinschicken könnt. Und wer den Text nicht auswendig kennt, kann mindestens den Refrain mit rezitieren, Jai Jai Arati, Licht sei überall. Yeah.
Eva Mata Chapita Dwameva Dwameva Bandhu Shashaka Dwameva Dwameva Vidya Dwameva 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 Saranana Eva Deva Arena Raja Manasya Morgen früh geht es ähnlich weiter wie heute Morgen. Um 7 Uhr die stille Meditation hier in diesem Raum, um 7 Uhr die geführte Meditation im Saraswati-Raum, um 6 Uhr gibt es auch fortgeschrittenes Pranayama und für die Frühaufsteher gibt es um 5 Uhr ein Homa-Feuerritual im Homa-Raum. Auch eine besonders schöne, tiefgehende Erfahrung. Oder um 5 Uhr auch Meditation im Shivalaya Retreat Zentrum von 5 Uhr bis 6:45. Dazwischen eine Gehmeditation, sodass also 2 Sitzungen sind, insgesamt von 5 bis 6:45. Und wer will, kann da auch dazukommen. Aber für die Langschläfer geht es dann um 7 Uhr weiter. Und wir haben ja bald unser 20-jähriges Jubiläum und dort liegen auch einige Yoga-Vidya-Jubiläumsausgaben des Journals dort aus. Könnt euch gerne so ein Exemplar des Yoga-Vidya-Journals mitnehmen. Steht so einiges über die Entwicklung von Yoga-Vidya drin. Auch gibt es das Programm von den Jubiläumsfeiern, sowohl hier wie auch in den Yoga-Vidya-Stadtzentren, den anderen Yoga-Vidya-Seminarhäusern. Und im Rahmen der 20-Jahres-Feiern gibt es dann ja auch das Musikfestival. Und ihr habt heute einen Eindruck bekommen, wie schön es ist, Mantras zu singen. Einige sind ja an diesem Wochenende zum ersten Mal bei einem Event, wo Mantrasingen so dabei ist. Und da gibt es noch sehr viel mehr bei dem Musikfestival. Und viel Gelegenheit, wirklich Herz zu öffnen, zu singen, zu tanzen, Freude zu spüren. Jetzt wünsche ich euch eine angenehme Nachtruhe.